Jo, da sind wir wieder. Wir sind irgendwie hier unten gespawnt, aber ist eigentlich auch scheißegal. Ist der Dicke, der, den wir in der Cutscene gesehen haben, schon da unten? Ja, ja, der ist schon da. Warte mal. Ich hab mein Messer, das ist irgendwie Explosivmesser oder sowas. Mit einer Haftbombe dran. Dann ich versuch das mal raufzuwerfen. Mach. Mal gucken, was passiert oder ob da überhaupt was passiert. Oh, ja! Nein. Zwischenboss. Na, der war aber schwer. Ist der tot? Das Geile ist, ich hab das Messer öfter. Der ist tot, ja. Ich kann das anscheinend so oft werfen, wie ich will. Warte mal. Junge, hier ist ein SWAT-Tipi. Ja, nur wenn du es wiederbekommst, oder? LOL, ja, what the hell? Jetzt ist es weg. Kann ich's. Oh. Guck mal, wie schwarz der ist, ey. Kann ich's wieder aufheben? Ist es noch da? Oder ist es jetzt weg? Nee, es ist weg. Ich kann es anscheinend immer nur einmal benutzen, aber wow, das war cool. Warte mal, dann tue ich ganz kurz eine andere Waffe dafür jetzt wieder rein. Oh, ich habe ein verfügbares Upgrade, sehe ich gerade. Warum nutze ich das nicht? Was für ein schwerer Boss war das denn? Lol. So, ganz ich werfe kurz ein Messer und er ist tot. Ganz kurz mal warten. Ich könnte eigentlich die Molotows reintun oben hier. Ich bin da ja ein Level aufgestiegen vorhin anscheinend. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich ein Level aufgestiegen bin, aber ich bin's. Ich warte mal hier auf dich, ne? Ich habe jetzt ein Messer, das kann ich betäuben. Das ist irgendwie mit irgendwas. Kann ich durch das Wasser hier durch? Sterbe ich hier nicht? Kannst du durch, ja. Ich habe meine Schockpistole. Die hat so einen komischen blauen Aufsatz jetzt vorne. Ich habe gerade so einen Energy-Drink getrunken, der hier drin rumschwamm. Ob das jetzt so gesund war, weiß ich nicht, aber. Nicht, dass du noch mutierst. Ich finde diese Kanalisation ganz nett im Übrigen. Bisschen was anderes. Man kann übrigens auch in die andere Richtung gehen. Lass doch hier erstmal gucken. Da kann man auch, ne? Ja. Und da unten sehe ich sogar schon den ersten Le Zombie. Le Zombie. Hier rennen viele Zombies rum. Guck mal, der ist jetzt betäubt oder sowas anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Der ist tot anscheinend. Genau wie der Kollege hier. Der ist tot? Ne, der lebt doch noch. Ne, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Jetzt hat er nämlich keinen Kopf mehr. Richtig. Warte mal. Das ist mit zu groß. Lass mal zurückgehen. Vielleicht kommen wir hier eh noch hin. Okay. Ist ja wie ein Minecraft-Dungeon hier. Ololol. Ololol. Er hat Minecraft gesagt. Ololol. Du hast Dead alle mit Minecraft verglichen. Ololol. Ololol. Jetzt kommt Minecraft, Leute. Und nein. Ich habe ja selbst noch Minecraft gespielt. In der Kanalisation bitte so viele Zombies? Das ist eine gute Frage. Sie wurden wahrscheinlich irgendwann mal runtergespült. Von blöden, traurigen Hausmüttern oder so. Ja, ich habe einen Aufstieg. Aber die kann man, hatte ich eben gerade auch schon. Die kann man aber wunderbar von hier oben töten. Das ist astrein. Ja, super. Welches Level bist du jetzt? 24, glaube ich. Aha. Müsstest du auch sein, oder? Du bist wirklich fast ein Level höher als ich schon. Ich bin 28. 28, du bist verarschen. Nein, nicht wirklich 28. Aber ich habe auch XP-Perks. Daran könntest du liegen. Das kann sein, ich bin 24 erst, das ist möglich. Krass, dann lassen wir mal ein paar. Obwohl, das ist schon dran. Hier ist eine Leiter, wollen wir die hochgehen? Sofort. Wir müssen wohl geradeaus da durch, ne? Kein Abzug bei Feinden. Ist der da in der Mitte lebendig noch, oder? Oh, es war so klar. Das ist wieder einer. Sekunde mal. Was ist denn für einer? Ich hab einen Molotow, warte mal. Zurück! So. Zurück? Oh, der hat mich angespuckt. Ja, oh, der hat mich angespuckt und das wäre tot. Verdammt! Ich kann ihn ja mal mit meiner Pistole beschießen. Ja, mach mal bitte. Ich nehme ja mal kurz ein bisschen Deckung. Guck mal, er ist geschockt. Meine Schockpistole ist ja geil. Er bekotzt mich. Würdest du bitte? Stirb! Jetzt. Ah, super. Geile Pistole ist geil. Ich. 509. Hat eigentlich jemand geschrieben, wofür man Diamanten braucht? Ich habe immer noch welche im Inventar. Nee, ich habe immer auch noch welche im Inventar. Stimmt eigentlich. Schreibt, wofür Diamanten sind. Bitte, wir sind so hilflos. Bei mir hat es bisher noch keiner geschrieben. Jetzt, wo du es sagst, hast du ja recht. Also, ich wüsste auch, wenn es bei mir jemand geschrieben hat, weil ich lese ja eigentlich alle Kommentare, ja, glaube ich auch, ne? Ich lese wirklich alles, außer es ist jetzt so ein Gewinnspielvideo, wo alle nur rumspammen und 1000 Kommentare in einer Stunde schreiben, dann nicht. Aber ansonsten lese ich auch wirklich alles. Ich bin mal so frei, bin ich schon mal hin. Okay, du gehst da lang, okay. Hier können wir doch auch lang. Dann ist doch die gleiche Seite. Hier geht's auch noch durch, ne? Oder nee, ja, du bist auf der gleichen Seite rausgekommen wie ich. Ja, ist scheißegal. Zack. Na, hallo, also ich muss dich ducken. Oh, oh. Dicky kommt hier sonst nicht durch.
Einmal den Kopf zermatschen. Ey, ich habe gerade seinen Kopf zermatscht. Oh, ich mag die Axt. Wenn man trifft, dann trifft man halt richtig, ne? Ja, eben. Dann macht's einmal. So, ich mache mal Taschenlampe an hier. Das ist keine schlechte Idee, Herr. Obwohl, warte mal, wenn du Taschenlampe hast, dann sehe ich das doch auch. Nehmen wir mal an. Ja, die ist an. Nee, sehe ich nicht. Gut, dann muss ich meine eigene anhaben. Ehrlich? Wie geil ist das denn? Ich sehe deine Taschenlampe nicht, wenn du sie anhast. Im Multiplayer sieht man die Taschenlampe nicht. Ja, das ist hochwertige Produktion, meine Damen und Herren. Ich hätte das hätte man so ein bisschen aufteilen können, weißt du? Weil es ja anscheinend hier jetzt ein bisschen länger dunkel ist. Oh, oh, da ist ein Dicker. Ja, so dick ist er ja nicht. Na. Was für eine Art zu sterben. Alkohol, Holzbrett, nee. Ich finde sie übrigens ein bisschen gruselig. Bisschen, ja. Hat so ein bisschen Stimmung, die Kanalisation. Kann man ruhig mal sagen. Wären wir jetzt nicht zu zweit, dann... Dann ja, dann auf jeden Fall. Dann hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Angst hier unten. Ein bisschen. Oh, die Musik teilweise. Oh, jetzt geht's 136 Meter weiter. Ich geh mal hier ganz frech lang. Komm mal hier raus. Boah, Alter! Oh, ich guck um die Ecke und dann gucke ich, sehe ich einen Freaky. Hab Ausweis gefunden, wenn du haben willst. Aber die platzen ja nicht, ne? Bitte? Der spuckt ja nur. Den kann ich ja so irgendwie töten. Ja, und er kotzt dich an, ist doch herrlich. Und dem kann ich geschickt ausweichen. Zack. Hat mir nur die Hälfte des Lebens gekostet. Ist da zufällig ein Energy Drink hinten? Ist hier überhaupt irgendwas? Nee, ist gar nichts. Wenn du in den anderen Gang reingehst, hast du noch einen Ausweis, wenn du den haben willst. Da rechts in den Gang rein. Ja, klar. Why not? Ah, verdammt. Ausweis Nummer 48. Deine Taschenlampe ist leider alle. Meine leider auch, aber können wir nicht mit Batterien aufladen oder so? Oder wie war das? Oder lädt die sich von alleine auf? Ich glaube, die lädt sich von alleine auf. Ach ja, stimmt. War. Mit Batterien aufladen war Alan Wake. Ja, aber hätte Sinn gemacht, das hier so ist noch ein Energy Drink und eine Frucht, falls du brauchst. Ja, nehme ich liebend gerne. Eigentlich müsste man bei dem Spiel richtig fett werden, so sein Charakter. So viel, wie man hier frisst und trinkt. Ja, so viel Energy Drinks vor allen Dingen, wie man... Ja, die ist so ungesund, ne? Ja. Ja, Junge, stirb halt. Ja, so ein SWAT-Anzug an. Nein, ich sterb nicht. Nein, nein, ich bin schon tot, deswegen tust du mir gar nichts. Sagt er so, denkt er sich so, widersetzt sich meinen Schlägen. Oh, das ist, glaube ich, ein Dicker hier vorne. Hm. So, le Feuer. Und ich habe ihn noch mit dem Elektroschlock getroffen. Einfach mit einem Elektroschuss. Da ist eine Werkbank. Das ist super. Und hier vorne ist noch ein Rohr, was ich mitnehmen könnte. Würde ich aber nicht. Ein Besenstiel. Die Werkbank ist hier drin? Hier oder drin, glaube ich. Ja, da ist sie. Mit einem Radio und einem Ausweis. Ist ja auch ein Bauplan zufällig. Manchmal liegt hier immer noch so ein Bauplan rum. Ah, nee, aber ein Medkit. Das nehme ich auch. Ich nehme das Medkit. Bin fertig. So, Kunde. Soll ich mal so einen Fleischköder bauen? Ich baue mal einfach ein. Was haben wir denn hier drin? Ich weiß nicht, ob der Sinn hat, aber ich habe mal einfach einen gemacht. Ja, den kannst du halt werfen und die Leute, also die Zombies rennen dann dahin. Warte mal, habe ich hier nicht so den Fleischköder? Habe ich oben. Ich hab den einfach mal gemacht. Was, warum nicht? Bist du schon wieder rausgerannt? Ja, ne? Ja, ich stehe hier im Gang, wo wir lang müssen. Oh, ich bin da. Hier ist auch ein Energy Drink, falls du noch brauchst. Nee, gerade nicht. Aua, jetzt brauche ich ihn aber. So ein Kack. Lux. Ein paar Kalorien mehr auf die Hüfte. Dank dem Energy Drink. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen was nachgießen. Wollen wir mal nach rechts hochgehen oder direkt nach links gehen hier? Moment, ich muss mir noch was nachgießen. Schluck. Kip, kip, kip. Oh nein, ich hab was vergessen. Dann nehme ich mal einen Schluck aus der Flasche. Weil ich bin so arm und hab kein Glas. Ich kann mir
von meinem YouTube-Geld leider nur ein Bier leisten, aber nicht das Glas dazu. Ich muss heute echt mal abwaschen, by the way. Fällt mir gerade so ein. Ich lasse das bei den Temperaturen nie lange stehen. Ich gehe hier oben einfach mal hoch und guck mal, was hier ist. So. Anscheinend aber nicht so viel. There is some gas. Hier ist ein Dead End, aber hier ist eine Kiste, die hier rumsteht, einfach mal so. Und eine besprayte Wand. Eine schwer Eigendoppelung nehme ich einfach mal mit. Ob ich sie jetzt gebrauchen kann, werden wir sehen. Die gepaintete Wand ist aber auch cool, ey. Graffiti. Nimm mal hier die olle Tonne mit, die rechts in der Tür liegt hier. Vielleicht können wir sie ja gebrauchen. Die kann ich gar nicht mitnehmen. Ne? Wenn ihr euch wundert, warum ich immer wieder an- und ausschalte, es liegt daran, um die Batterie zu schonen. Ja. Ups. Hier ist nichts auf dem Boden. Oh. Super. Um die solltest du dich kümmern, weil du hast die Munition. Ja, jetzt habe ich aber auch nur noch 14 Schuss. Geht die auch auf? Wir könnten mal wieder ein paar Banditen gebrauchen, die uns wieder Munition geben. Das stimmt allerdings. Ach, schön. Hallo, SWAT-Mensch. So, und zack. Einmal den Kopf zertreten. Wie du sie immer vor mir zerschnetzelst, wie ich das nicht gut finde. Irgendwas hat mir hier wehgetan. Ich glaube, an den Strahl da vorne darf man nicht vorbeirennen. That guess. Ja. Hier ist nochmal eine Werkbank. Die nutze ich auch einfach mal frecherweise. Vielleicht ist hier ein Energy Drink. Hier ist auch eine Kiste, die wir mitnehmen. Nee, können wir nicht mitnehmen. Was hab ich denn noch? 9% reparieren, naja. Nee, ich will nicht upgraden, ich will reparieren hier. Bauplan Betäubungsschlag, na warum nicht? Den habe ich auch mit einer Waffe, den Betäubungsschlag. Mit der großen Spaltaxt habe ich den jetzt. Ich gehe mal hier in die Tür erstmal rein. Oh, komm mal her, das sieht interessant aus hier. Kann man von hier oben aus nicht so ein paar Gegner töten? Oh, hier oben ist ja auch einer der. Ich habe jetzt praktisch bei deiner Betäubungswaffe hast du das grüne Zeug jetzt drumrum. Genau. Was einige Zombies praktisch auch haben. Warte mal, warte mal. Ich hab auch eine Idee. Guck mal, hast du einen Fleischköder. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber du kannst da jetzt wunderbar drauf schießen. Ja, danke. Hat aber nur zwei Kästen an Leben gekostet. Ja, ist ja auch nicht so nah explodiert, aber das ist überhaupt. Das hat mich ja auch weggeworfen. So. Normalerweise haben die da so gar nicht so die Sprengkraft. Wir können sogar hier runter direkt. Machen wir einfach mal, ne? Ja. Lass knacken, ich rutsch hier runter. Stimmt. Algen, ich habe Algen gefunden. Also ich würde hier irgendwie nicht so unbedingt mitnehmen wollen eigentlich. Och, warum nicht? Kann man sich doch lecker Sushi mitmachen. Mutti, Sushi! Schub's mal ein bisschen zu mir rüber. Ich probier's schon. Da guck mal, er ist bei dir. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ah, guck mal, er kotzt gerade. Ich hab ihn betäubt. Er immer so. Okay, down. Gottlike, wer gekotzt hat. Voll gut. Sekunde. Ich tu mal ganz kurz. Damit. Nebeleffekten haben die aber nicht gespart. Habe ich Medipacks dabei? Nee. Ich könnte jetzt Alkohol trinken, aber es würde nicht so viel bringen. Müssen wir demnächst mal wieder Medipacks kaufen. Du bist doch Alkoholiker. Eigentlich. Doch, also dein Charakter meine ich jetzt nicht, du selbst. Hier ist aber Energy Drink. Guck mal, zwei Energy Drinks und ein Riegel. Ja, ist besser als nichts, ne? Da fuck, Alter? Teleportierst du dich rum oder was ist mit dir los? Guck mal, kommt Kleids. Raus, ne? Ich geh mal durch die Tür durch.